Ja, wir hatten ja heute einen Antrag in der Ratssitzung gestellt, dass wir für die Frauenweltmeisterschaft in der Bundesrepublik im Sommer Public Viewing organisiert haben möchten. Das Ziel war, dass die Stadt das initiiert. Das heißt also, dass sie das nicht unbedingt selbst machen muss, aber im Innenstadtbereich für alle zugänglich und möglichst kostenlos ein solches Public Viewing angeboten wird. Das haben CDU und FDP mit ihrer Stimmenmehrheit leider und wieder einmal und das schon seit Jahren abgelehnt. Wir bedauern das, aber wir hoffen, dass sich natürlich Private finden, die dann das übernehmen und ein Public Viewing anbieten. Denn was für uns ganz wichtig ist, dass nicht nur man gemeinsam schauen kann, sondern dass der Funke auch überspringt, dass in Deutschland und auch in Düsseldorf hier vor allen Dingen Frauen und Mädchen herangeführt werden an diesen Sport und auch mit Begeisterung diesen Sport ausüben können.